Applaus von der oberen Etage im Wuppertaler Rathaus. Hier hat die FDP ihr Fraktionszimmer. Schon gleich mit den ersten Auszählungen war klar, Manfred Totenhausen, Kandidat der Liberalen, zieht in den Bundestag ein. Sein Platz 16 der Landesliste zieht. Am Anfang des Jahres habe ich das für ausgeschlossen gehalten. Inzwischen ist das für mich ja immer näher gekommen, die Möglichkeit reinzukommen. Und ich bin richtig glücklich, dass ich es geschafft habe. Heute schon konstituierende Sitzung der neuen FDP-Bundestagsfraktion in Berlin. Viel Zeit zum Feiern war für den Abgeordneten aus Wuppertal also nicht. Ich hatte noch keinen Koffer gepackt und nichts vorbereitet. Also ich musste das noch machen. Und dann war es um 12 Uhr, war ich dann wirklich dann endgültig im Bett. Und um 5 Uhr ging der Wecker. Bescheiden muss der Wuppertaler in Berlin wohl nicht sein. Immerhin liegen die Ergebnisse der FDP im ziemlich allen bergischen Wahlkreisen höher als in Bund und Land. Das Bergische Land ist ja auch eine liberale Hochburg gewesen. Das Wuppertal, Remscheid-Solingen haben wir viele Unterstützer in NRW überhaupt. Und bei so einem Bundesvorsitzenden, der natürlich den NRW-Wahlkampf geführt hat und jetzt den Bundeswahlkampf geführt hat, da kann es eigentlich nur gut werden. Ein Bild von mir. Der Lindner-Effekt. Christian Lindner bei einem Wahlkampfauftritt in Bergisch Gladbach vor ein paar Wochen. Hier im rheinisch-bergischen Kreis, dem Heimatwahlkreis Lindners, erreichte die FDP gestern Abend 16,7%. Aber auch ohne Lindner liegen die FDP-Ergebnisse im bergischen Ruch. Oberberg 13,8, Solingen-Remscheid-Wuppertal 2 14,1 und Mettmann 2 sogar 15,8%. Fast so viel, als wäre es der Wahlkreis des Parteivorsitzenden. Ich glaube, wir haben durch die doch krasse Niederlage bei der letzten Bundestagswahl uns wirklich Gedanken gemacht, haben analysiert, haben dann die Wege gefunden, wie wir aus dieser schwachen Phase rauskommen. Und dabei ging es angeblich nicht nur um den Vorsitzenden, sondern auch um Themen. Das Programm der FDP hat diesmal klar und deutlich gezeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass die Schwerpunkte Bildung, Digitalisierung, Bürgerrechte, dass das Punkte waren, die beim Bürger ankamen und die auch den Bürger angesprochen haben. Jetzt geht es aber darum, diese liberalen Themen auch umzusetzen. Ob dies in einer Jamaika-Koalition in Berlin möglich ist, dazu wollte Manfred Totenhausen heute noch nichts Konkretes sagen.